Mein Alkoholknopf. Heute ist wieder ein wunderschöner Tag zum Sondern. Leider windig und kalt. Aber wir wärmen unsere Seele auf mit ein paar Piratenrippchen mit scharfen Soße. In den 4 Tagen, die ich um den See gesondelt habe, habe ich eine Menge Kleingeld gefunden, ungefähr 45 Euro. Was ich erschreckend fand, waren ein paar Schrapnellstücke, das sind Granatsplitter vom Zweiten Weltkrieg, die auch heutzutage noch sehr, sehr scharf sind. Also man soll sie nur mit Handschuhe anfassen. Sehr ungewöhnlich für diese Gegend war für mich eine sehr große Menge an Bleifunde, besonders Bleischmelze, als ob hier Bleikugeln gegossen wurden, und eine Menge verschiedene Kaliber von Musketenkugeln, abgeschossen, weil sie einfach deformiert sind. Ich habe keine gefunden, die perfekt rund ist. Und weil ich so viele Bleigegenstände gefunden habe, habe ich gedacht, ich erzähle mehr darüber. Schon in der Antike wurden mit geschmolzenem Blei die Steine der Festungsmauern zusammengehalten. Aus Blei fertigte man Wasserrohre, Besteck, Spielzeuge und bewarf die Feinde mit Schleuderblei. In dem Mittelalter verwendete man Blei sogar für Teller und Töpfe. Mit Bleioxid schön bemusterte Keramikglasuren in Kontakt mit salzigen und sauren Lebensmitteln führte zu einer dauernden und langsamen Vergiftung mit Bleizucker. Seit der Einführung der ersten Arkebusen und Musketen Anfang des 15. Jahrhunderts wurde auch die Umwelt mit Bleikugeln beschossen. Besonders der 30-jährige Krieg hat in unserem Mittelfranken mit all den Truppenbewegungen sehr viele Bleireste und Bleikugeln hinterlassen. In der Neuzeit, mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wurden auch mehr Bleigeschosse in unserem Boden verschossen, egal ob als Wehrübung oder als Kampfhandlung. Viele Fahrzeuge und Flugzeuge benutzen jahrzehntelang verbleites Benzin und Kerosin. Und nicht zuletzt werden sehr viele Auswuchtgewichte von Fahrzeugen und ihre Räder in der ganzen Welt verstreut. Zum Schutz der Umwelt wurden Wuchtgewichte aus Blei ab 2002 in der EU verboten und nur welche aus Eisen, Zink oder Zinn zugelassen, weil ihre Oxide nicht giftig werden können. Bleioxid wird im Kontakt mit einem leicht sauren Regen in Bleiacetat umgewandelt, der sehr süßlich schmeckt und sehr wasserlöslich ist. Bleiacetat war bis im 19. Jahrhundert als Bleizucker unter dem Namen De Frutum als Zuckerersatz verwendet worden. Man sagt, dass Ludwig van Beethoven an Bleizucker versüßten Wein sein Leben unbewusst verkürzt hat. Wenn euch meine Videos gefallen haben und die zusätzlichen Geschichten auch, Daumen nach oben, abonnieren, das kleine Glöckchen anklicken, dass Sie ja nichts verpassen, teilen Sie meine Videos. Und bis in der Zukunft auf neue Geschichten. Tschüss!